meine lieben Materia hier, heute Abend Auftritt bei Das Fest in Karlsruhe. Ich freue mich schon mega. Aber vorher sehe ich meinen Freund Paul Rübke, ist wahrscheinlich, der weiß gar nicht, dass ich hier bin. Ich bin über der Formel 1 Qualifying Hockenheimring. Und Paul Rübke ist ja der Fotograf von Lewis Hamilton. Mal gucken, ob ich ihn treffe. Ich werde ihn überraschen. Mal sehen, ob diese Überraschung gelingt. Kommt mit. Oh, wir sind jetzt hier mitten in der Boxengasse bei Mercedes. Guck mal, da ist das Auto. Doch, da ist er. Hey, Paul? Paul? Hä? Was machst du denn hier? Materia, der Rapster. Das ist mein Rapper. Ich habe ihn gefunden. Paul Rübke, hier bei Mercedes. Hey guys, nice to meet you. Okay, ich muss ein bisschen das Auto fertig machen. Wir nehmen uns gleich einen Kaffee, ja? Ja, ich komme rüber. Paul Rübke gefunden hier bei Mercedes, direkt vorm Qualifying. Unfassbar. Lewis Hamilton, total konzentriert auf dem Weg in die Boxengasse. Guter Mann. Immer wenn Paul Rübke Fotos bearbeitet, mache ich eigentlich die Bearbeitung, so wie er das bei mir macht. Paul, das geht schon mal so gar nicht. Das macht mal ein bisschen schwarz-weiß, das muss hier weg, das muss alles dunkel sein. Das hier muss so ein bisschen mehr pink sein, damit das so ein Auto so ein bisschen besser rauskommt, weißt du? Kriegst du das hin? Ja, ungefähr so. Vielen Dank. Und so machen wir das eigentlich immer so, bei meinen Bildern, ich bei seinen Bildern. Und das ist auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von Paul Rübke, also von Rübterrier. Es gibt hier so eine Sache, die heißt Hot Laps, und da kann man mit einem grünen GTR mit 300 km/h eine Runde fahren. Da habe ich Martin jetzt angemeldet, als guter Freund, habe ich das hinbekommen. Aber er ziert sich ein bisschen, weil er heute Abend ja noch ein Konzertchen spielen muss. Nein, ich ziehe mich natürlich, ich mache es natürlich, aber ich habe eine Grauz natürlich. Die Grauz. Weil wie auf einem Weihnachtsmarkt der Breakdancer nicht so mein Lieblingsgerät war. Also ich dann doch schon eher am Greifautomaten. Versucht für meine Familie ein paar Kuscheltiere rauszuholen. Pascal? Was geht? Kill ihn! Ich will, dass ich er noch kotzt. Ein Konzert. Hör auf, möchte, Scheiß zu erzählen. Nein! Mann! Drei Stunden Konzert. Sag mal, spinnst du oder? Nein, mit dir da jetzt. Mit Anschneiden eigentlich? Nein. Überraschung für dich, dass du als einziger zwei Runden fahren. Normal hält das den Körper ja gar nicht aus, aber... War schön? Oh, zeig mal den Schweiß da am Rücken bitte. Den. Oh, patschnass. Patschnass wird man bei uns sagen. Also, ich feiere es wirklich hart. Das ist unfassbar. Ich verstehe auch den Wahnsinn dahinter. Super Fahrer gewesen. Kleines Rennen auch gerade noch mit dem anderen, hast du das gesehen? Ja, mega. Du hast es gesagt. Er hat gesagt, wir lassen uns doch nicht von dem Idioten überholen. Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin, ist ein bisschen wahnsinnig, aber war schon geil. Aber ich schwitze wie ein Schwein und ich gehe jetzt erstmal kotzen. Bis später. Ja, hier in der Küche bei Mercedes in der Formel 1. Wir machen ja immer, fühlen uns ja am wohlsten in der Küche und deswegen machen wir meistens immer schon auch Musik, oder Paul? Ja, ich scratch kurz, ich bin der DJ und jetzt geht's los. Ich hab Langeweile. Brauchst noch ein Mikro? Nee, brauchst ein Mikro. Brauchst ein Mikro, ja. Genau. Jeder fährt Passat,
Keiner tätowiert sich, Wu-Tang auf dem Arsch. Keiner tanzt mehr Moonwalk seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat, keiner mehr verstrahlt. Jeder macht Diät, niemand isst mehr Fleisch. Niemand hat einen Trichter, alle saufen Wein. In der guten alten Zeit waren alle Donnerstag schon breit. Ich sitz auf dem Sofa, rauch das ganze Zeug allein. Alle sind jetzt treu, niemand geht mehr raus. Keiner kämpft mehr bis zum Endboss, alle geben auf. Jeder geht jetzt joggen, redet über seinen Bauch. Bevor die lila Wolken kommen, sind alle längst zu Haus.